Hallo und herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, zu einem weiteren Getränkeverkostungsvideo. Was wir hier haben, ist, ich würde mal sagen, so ziemlich das österreichischste, was man so finden kann, zumindest nicht alkoholisch, nämlich Omis Apfelstrudel. Das Omis Apfelstrudel gibt es noch gar nicht so lange, Fun Fact. Die Sorte hier sowieso nicht, denn das ist die gespritzte Variante, also mit Mineralwasser. 2010, 2008 war ein riesiger Erfolg und mittlerweile ist der Erfolg nicht mehr ganz so riesig, aber das Getränk gibt es immer noch. Ist vegan, ich meine, ich wüsste jetzt auch nicht, wie ein Apfelsaft nicht vegan sein könnte, aber gut, falls das für irgendjemanden relevant ist, ist es sicher ganz interessant. Man muss es auf jeden Fall schon mal sagen, es hat eine der geilsten Verpackungen aller Zeiten. Also ich weiß, dass die Kamera nicht drauf fokussieren wird, aber da steht halt drauf, Omi loves Opi, Omi weckt Glücksgefühle, Premium Cordy, aus der Reihe tanzen und dabei Omi trinken, Hashtag Kult, Hashtag Opa, gönn dir. Also, ich meine, sie machen schon fast ein bisschen zu sehr auf hip und jung und tralala, soll ja auch ein Trendgetränk sein oder war damals auf jeden Fall ein Trendgetränk. Eine Frage, die mir gerade einfällt, weiß eigentlich jeder von euch, was Apfelstrudel ist? Ich meine, es ist, in Österreich weiß es jeder, klar, aber wenn ihr es jetzt aus der Schweiz oder aus Deutschland oder sonst wo anseht, von den Philippinen, keine Ahnung, falls ihr zufällig Deutsch könnt, Apfelstrudel ist sowas hier, ne? Nur um das nochmal festzuhalten. Und das hier ist ein naturtrüber Apfelsaft mit Zimtgeschmack. Schmeckt wirklich sehr, sehr stark nach Apfelstrudel. Also ich habe das Originalgetränk damals probiert, aber das hier eben nicht in der gespritzten Variante in der Dose. Das Ding gibt es nämlich sonst nur in der Plastikflasche, glaube ich, war es. Oder war es sogar eine Glasflasche? Bin ich mir gar nicht sicher, aber egal. Ich würde mal sagen, wir machen das Ding mal auf und hoffen, dass es nicht komplett durch die ganze Wohnung explodiert. Ne, war okay. Ja, riecht sehr stark nach Zimt. Also, das hat auf jeden Fall, wenn ihr euch an meine Let's Make Cocktailreihe oder Cocktailreihe eben erinnert, die ich auch mal hatte, Fireball mit Apfelsaft. Ja, es ist ziemlich genau das hier. Und ich erwarte mir von diesem Getränk hier, dass es weitaus leichter ist als das Original, denn das war wirklich, okay, das ist kein naturtrüber Apfelsaft mehr. Das Original ist wirklich, das ist wirklich dick. Das ist wirklich dickflüssig, das Zeug. Das hier ist hingegen normaler Apfelsaft mit wahrscheinlich ein bisschen Zimtaroma, vermute ich mal. Ich könnte es ja einfach mal nachlesen. Ja, genau so ist es. Zimtaroma. Dann würde ich mal sagen, Prost, Prost. Ja, schmeckt. Schmeckt ziemlich genau, wie man sich das erwarten würde. wie ein Apfelsaft mit Mineralwasser aufgespritzt und ein bisschen Zimtaroma noch rein. Ziemlich süß, aber bei weitem nicht so süß wie das, wie gesagt, wie das Originalgetränk. Das ist für den Sommer als Erfrischung sogar ganz brauchbar. Ich hatte, mal kurz Storytime hier, das haben wir eigentlich eher selten. Ich habe mir das Original Omis Apfelstrudel, diesen dicken, also diesen wirklich dickflüssigen, extrem süßen Saft, eines Tages gekauft, als ich nicht wusste, was es war. Ich war am Vortag mit ein paar Freunden unterwegs. Wir haben, sagen wir so, ich hatte am nächsten Tag ziemlich Kopfschmerzen und auch ziemlichen Durst und habe mir dann das Ding reingezogen. Und das war wirklich so mit das Schlimmste, was ich hätte machen können. Also einfach nur widerlich süß. Nicht wirklich erfrischend, aber das hier kann man wirklich trinken. Also das ist wirklich erfrischend. Und wer halt noch ein bisschen einen extra Kick haben will, der haut sich dann zum Beispiel sowas noch rein. Das wird gar nicht mehr großartig auffallen, aber man wird von dem Zeug ziemlich schnell besoffen. Fireball ist übrigens ein Zimt-Whisky, falls ihr das nicht gewusst habt. Aber das würde jetzt sogar ziemlich gut reinpassen. Nee, es ist wirklich ein erfrischendes Getränk. Es ist immer noch süß, ja, keine Frage. Und nicht mehr so widerlich süß wie das Original, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Ob man das jetzt als aufregendes Trendgetränk sehen muss, ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber persönlich muss ich sagen, bevor ich mir einen normalen Apfelsaft hole, würde ich mir wirklich das holen, weil ich den Zimtgeschmack ganz gern mag da drin. Ich bin auch ein großer Freund vom Apfelstrudel an sich, also ist das schon
auf jeden Fall eine empfehlenswerte Sache. Und auch wenn ihr Apfelsaft ganz gerne trinkt mal, zum Beispiel auch bei, keine Ahnung, irgendwelchen Lokalen, dann könnt ihr auch das euch definitiv mal zulegen, mal probieren. Und wie gesagt, falls ihr das nur das Original habt, dann könnt ihr es jederzeit auch einfach mit Mineralwasser strecken, ist im Prinzip ganz das Gleiche. Gibt auch eine weitere Sorte von denen, ich glaube, das ist Marillenknödel, aber die habe ich leider noch nicht probiert. Da. Die gibt es, glaube ich, auch nicht in gespritzt, leider. Mal schauen, vielleicht treibe ich die ja für euch auch noch auf. Aber ist auf jeden Fall, ja, ich kann reden, was ich will, aber es wird einfach nur ein Apfelsaft mit Zimtgeschmack werden. Erfrischend, empfehlenswert. Wenn ihr es irgendwo mal zufällig seht, könnt ihr euch auf jeden Fall mal genehmigen. Nur, wie gesagt, macht nicht den Fehler, wenn ihr die nicht gespritzte Variante, sondern die in der Plastikflasche irgendwo seht. Nehmt nicht unbedingt voller Erwartung den Schluck raus, denn das ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Und mit diesen heiteren Worten bis zum nächsten Video. Tschüss, arrivederci und good bye.